Béjancourt spürte, wie das Wasser über seinen Körper rann, erst über die Beine, dann die Arme entlang und über die Brust. Wasser wie Öl. Und ringsumher ein sonderbares Schweigen. Er spürte die Leichtigkeit eines Seidentuchs, das auf ihn herabsank, und die Hände einer Frau. Einer Frau, die ihn abtrockneten und seine Haut liebkosten. Überall diese Hände und dieses aus nichts gesponnene Gewebe. Er rührte und regte sich nicht, auch nicht, als er spürte, wie die Hände von seinen Schultern zum Hals hochfuhren und wie die Finger und die Seide zu seinen Lippen hinaufklicken, sie einmal langsam streiften und verschwanden. Schweigen. Balladieu bemühte sich, auf dem Grund des Glases noch einen Tropfen Pernod ausfindig zu machen. Hervé Joncourt legte seine Zigarette auf die Tischkante und sagte: Und wo genau soll dieses Japan liegen? Balladieu hob die Spitze seines Spazierstocks und wies damit über die Dächer von Saint-Auguste. Immer geradeaus, sagte er. Am Ende der Welt. Sechs Tage später ging Hervé Joncourt in Takaoka an Bord eines Schiffes holländischer Schmuggler, das ihn nach Saville brachte. Von dort aus folgte er der chinesischen Grenze. Zurück bis zum Baikalsee durchquerte 4000 Kilometer sibirisches Festland. Passierte den Ural, gelangte nach Kiel und fuhr mit dem Zug von Ost nach West quer durch Europa, bis er nach dreimonatiger Reise in Frankreich ankam. Am ersten Sonntag im April, gerade rechtzeitig zu Hochamt, erreichte er die Tore von La Villedieu. Wie ist das Ende der Welt? Fragte ihn Balladieu. Unsichtbar. Als Hervé Joncourt sie entdeckte, drehte sie sich um, langsam und nur für einen Augenblick, gerade lang genug, um seinem Blick zu begegnen. Ihre Augen waren nicht asiatisch geschnitten und ihr Gesicht war das Gesicht eines sehr jungen Mädchens. Er betrachtete das Flämmchen, das zart in der Laterne zitterte, und behutsam hielt er die Zeit an, solange er wollte. Nun war es ein leichtes, die Hand zu öffnen und dieses Stück Papier zu sehen. Es war klein, wenige Zeichen untereinander gemalt, schwarze Tinte.